Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mal wieder samstäglicher Verantwortungstreff. Nach dem Motto, wir denken und reden über viel, warum nicht einmal in der Woche eine Stunde oder zwei über das Thema Verantwortung im allgemeinen Sinne nachdenken. Die Gelegenheit bieten wir hier und wir sind wieder einerseits im mittlerweile schon gewohnten Trio, der Dylan, der Louis und ich, und haben eine neue, die Sonja, mit dabei. Und ja, ich hoffe, wir finden wieder einige interessante Themen, über die wir miteinander ins Gespräch kommen. Und gebe ab an den Dylan als ersten Redner. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hört mich gut, ja? Ja. Ja, Mikrofone aus vielleicht, wegen der Nebengeräusche. Okay, dann Sekunde. Das dauert ja bei uns immer so lang auf diesem Telefon. Ich schalte mich aus, in 10 Sekunden höre ich was. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr gleich alle was hört. So, ich fange an, ja, ist okay? Jetzt kriege ich leider keine Nachricht, aber ich denke, das waren ungefähr 10 Sekunden. Ja, dann, ich fange mal an, in der Hoffnung, dass mich alle verstehen. Wir haben ja beim letzten Mal hochspannende Prozesse besprochen, also auch für die neue Dame im Hause. Wir haben quasi so ja geredet darüber, ja letztendlich über ein ganz heißes Thema sozusagen. Und ein Vorschlag von Louis war dabei gewesen, dass ich vielleicht manche harte Wahrheit oder konfrontative Sache eher verschweigen sollte, um vielleicht die anderen nicht zu sehr, damit die sich nicht zu sehr angegriffen und konfrontiert fühlen. Und dazu muss ich dazu sagen, dass ich stelle die Frage in den Raum, ist es nicht so, dass wenn ich Rücksicht nehme auf die mögliche Reaktion der anderen Menschen, ist es da nicht gerade gut, die anderen, die Spreu möglichst schnell vom Weizen zu trennen. Denn meine Erfahrung ist, bis jetzt sehe ich es so, zum Beispiel der Öff geht ja sehr milde mit den Leuten um und ist sehr sanft und so weiter und konfrontiert die auch nicht sehr stark. Die Frage ist nur, resultieren daraus definitiv viele gute Mitglieder für solch eine für eine ideale Kommune zum Beispiel oder so. Ich habe eher den Eindruck, dass es besser ist, gleich die Spreu vom Weizen zu trennen und die, die es gar nicht ertragen können, wenn jemand sagt oder ihr Weltbild in Frage stellt, die gleich auszusondern, weil die auch für eine erfolgreiche Kommune langfristig sowieso nicht in Frage kommen. Oder glaubt ihr, dass man einen milden therapeutischen Prozess machen sollte, wo man ganz viel Zeit aufwendet, diesen Leuten doch noch eine Chance zu geben? Ich glaube nämlich nicht, dass das sinnvoll ist. Meine 2 Minuten waren rum. Das reicht als Ende. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Na, ich gebe weiter an Öff und starte dann seine Zeit, wenn er dran ist. Ja, danke dir. Also erstmal zum Stand der Dinge. Ich sitze im Wohnmobil, bin auf der Rückfahrt von der Projekte-Rundreise, die wir in diesem Sommer gemacht haben. Also mindestens einmal im Jahr machen wir so Projekte-Rundreise. Durch das, was zustande gekommen ist an Aussteiger- oder Ganzheitlichkeitsprojekten, die wir in Deutschland hinbekommen. Und wir waren jetzt zum Schluss noch bei einem 84-jährigen, 85-jährigen alten Mann, der da die Stellung hält auf seinem einsamen Feld mit einem Wohnwagen, wo das Wasser durchtropft und so. Und der trotzdem meint, er will seine Freilandstiftung Mutter Erde, wie er das nennt, am Leben erhalten, so gut es geht. Vielleicht auch, dass andere Leute da so dazukommen. Und man dann auch gegen die Obrigkeit die Bewohnbarkeit des Landes an der Stelle aufrechterhalten kann irgendwie und so weiter. Vorher waren wir in anderen Projekten in Sachsen und in Berlin, wo ich ja in Berlin, was ich im Moment das wichtigste Projekt der heutigen Zeit finde, versuche das Feldcamp, das die Querdenker angefangen haben, am Leben zu halten, mittlerweile unter dem Titel Demokratiefürsorge kämpft, um das Wegkippen in digitale Willkürdiktatur möglichst zu verhindern, mit den schwachen Kräften, die da so zur Verfügung stehen. Zum Thema von Willen,
Man kennt mich, ich bin der sanfte Seelsorger. Meine Methode würde ich überschreiben mit Klarheit in Liebenswürdigkeit. Ich möchte den Menschen die Wahrheit immer so sagen, dass sie ihnen auch gefällt oder dass die Art, wie ich es ihnen sage, ihnen auch gefällt. Das ist mein hohes Ideal. Und ich glaube, dass bei Konflikten es gut ist, wenn man da, wo man denkt, der andere macht was falsch oder sieht was Kritisierenswertes, sich auch zusätzlich die Reflexion mit einschaltet. Wo gehe ich passend und wie gehe ich passend dann mit dem Konflikt um? Manchmal muss man aus meiner Sicht sehr schnell was klären und darf das nicht verzögern. Manchmal kann man aber auch Dinge im Raum stehen lassen und besser beide Beteiligten konstruktiv weiter Sachen machen lassen oder sie auch in ihrem Konstruktiven eher unterstützen, statt den Konflikt nach vorne zu rücken. Ja, und als letztes noch, ich glaube, dass es wichtig ist zu gucken bei der Frage, wie viele Menschen kann man dazu gewinnen. Es kostet, glaube ich, nicht zu viel Energie, wenn man das so auf die sanfte, klar sanfte Weise, wie ich mache, wenn man die Menschen dann frei laufen lässt in der Entwicklung, also gar nicht denkt, man muss dann ein großes Therapieprogramm mit ihnen starten, sondern man gibt sanfte Anregungen, schaut, wie es wächst und guckt, dass man die Wachstumsprozesse einfach möglichst gut miteinander verknüpft. Alles klar, ich gebe weiter an den Null. Ja, danke an die Vorredner. Also ich würde nicht sagen, dass es darum geht, Sachen zu verschweigen, sondern einfach Sachen auf eine Art zu formulieren, die dasselbe ausdrückt vom konstruktiven Aspekt her, aber die eben vermeidbar, die nicht aggressiver, also man kann Sachen halt aggressiver sagen und unaggressiv und kann dabei dennoch dieselben Bedürfnisse ausdrücken. Und ich stehe dann extrem auf das Unaggressive. Leider schaffe ich das auch nicht immer. Ja, jetzt war nur das Thema im Raum. Ich kann ja erzählen, dass ich seit 3 Wochen mal wieder am Hof bin und den Nachbarn fleißig Holzhacken geholfen habe, eine Couch geschenkt bekommen habe und Besuch habe von der Sonja. Das ist sehr schön. Sie hat gerade gekocht. Ist nicht klar, wie lange wir bei der Stange bleiben werden, aber als ich ihr das erzählt habe, hat sie gemeint, spannend, tolle Sache, das ist natürlich ideal. Wenn ich es richtig verstanden habe, sehnt sie sich insgesamt nach einem Ort, der weniger nah zu Nachbarn ist, einen See dabei hat und weniger zugemüllt ist, aber im Moment sind wir hier. Und ich habe ja auch sowieso schon vorher von uns dreien erzählt und vom Öffi speziell und auch von den Themen, die wir letztens hatten mit Dylan und so. Und die Sonja ist, wenn ich das sagen darf, praktizierende Buddhistin und kennt sich auch gut aus mit Esoterik. Und schön, Dylan, zu hören, dass du dich damit so beschäftigt hast. Das ist natürlich eine gute Information. Das macht natürlich immer einen anderen Eindruck, wenn man Dinge kritisiert, mit denen man sich halbwegs intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich denke, dass wir, wenn wir genau reden, auch alle zu einem ähnlichen Dingsbums kommen, was wir auch schon formuliert hatten in der letzten Zeit. Aber können wir noch mal stärker herausarbeiten. Okay, ich gebe weiter an die Sonja. Hallo. Spannendes Thema. Als erster Gedanke kam mir, wenn es darum geht, dass es um meinen eigenen Willen geht, wie dieser Ort auszusehen hat und wie die Menschen sein zu haben, dann möchte ich mir die aussuchen, die dazugehören und die nicht dazugehören. Wenn es darum geht, dass ich was entwickeln möchte, wo ich mich auch selbst weiterentwickle und etwas, was ich entfalten darf, dann möchte ich den Raum an diesem Ort haben, wo sich das entfalten darf. Und wenn ich den von vornherein zumache, dann komme ich von der Position, dass ich weiß, wie es zu sein hat. Und ich sehe da drin eine Überheblichkeit und auch ein sich verschließen gegenüber das Lernen voneinander. Und ich würde mir einen Ort wünschen, an dem Leute zusammenkommen können. Und natürlich ist es so, dass verschiedene Sichtweisen echt schwierig sind, an einen Ort zusammenzubringen. Aber ich fand es ganz schön, was gesagt worden ist, einen Ort zu schaffen, an dem der Raum da ist, nicht therapeutisch, aber zumindest Impulse zu geben,
um sich zu entwickeln und um Gemeinsamkeiten zu finden und die auszubauen. Ja, ich glaube, das war eigentlich der stärkste Impuls, den ich jetzt hatte, zu teilen. So würde ich stehen lassen. Dann bitte ganz kurz warten, ich schalte uns wieder stumm. Ja, dann warte ich noch die paar Sekunden. Ich denke, gehe davon aus, dass ihr mich jetzt wieder hört. Und ich beginne meine Zeit jetzt. So, ich glaube, jetzt hört ihr mich wieder besser. Na? So, also, ja. Wir hatten beim letzten Mal ja auch das wahnsinnig spannende Thema, was ich für das zentralste Thema mittlerweile halte, weil es sich jetzt so deutlich immer wieder in den Mittelpunkt gerückt hat, dass ich davon ausgehe, dass das das wichtigste Thema ist, wenn wir eine glückliche Kommune hinkriegen wollen. Nämlich unser bösartiger patriarchaler Raubtierkapitalismus führt dazu, dass wir alle mehr oder weniger den Kapitalismus im Kopf haben. Vorteilbringende Irrtümer, Verhaltensstörungsanleitungen, die durch vorteilbringende Irrtümer gebracht werden. Der Mensch im Kapitalismus ist mehr oder weniger gemeinschaftsunfähig gemacht worden. Und das Hauptinstrument, mit dem man Menschen total gemeinschaftsunfähig macht, ist, dass der Kapitalismus ihnen einen versteckten Größenwahnsinn beigebracht hat. Vielleicht sogar in der Sozialisation, dass also die Eltern heute den Kindern nicht mehr sagen, hier Kind, sei mal ein bisschen bescheiden und hör auf die, die wirklich was gelernt haben, die fleißig waren und die was können, sondern nein, sei selbstbewusst, du bist der Größte, du bist der Schönste und der Netzte und so weiter. Und diese Erziehung hin zum Größenwahn, zum versteckten Größenwahnsinn führt dann dazu, dass die Menschen überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen, weil im Zweifelsfall dieses sich gegenseitig hinterfragen und auch die Rechte anderer Menschen zu sehen, dann einfach weg ist, ne, und nicht mehr stattfindet. Und deswegen will ich mal so sagen, ich erinnere uns alle mal an den größenwahnsinnigen Adolf Hitler, der also auch mit diesem Größenwahnsinn infiziert war und eben auch ein Esoteriker war in gewisser Weise und ein Pseudobiologe war. Der war ja da so ein Sozialdarwinist auf grausamste Weise, brutalste Weise, ein Killer-Sozialdarwinist. Und da sage ich jetzt nur noch als letzten Satz, weil mein Uhr schon wieder gepiepst hat, war Hitler der Höchste, nur weil viele sich nicht an ihm gestört haben, sondern weil viele, ich sag mal, strunzdumme Deutsche, sich nicht an ihm gestört haben und immerhin etwas über 30% ihn gewählt haben? Ist er deswegen der Größte, weil er so beliebt war und so viele Fans hatte? Oder ist das nicht gerade so, dass man an der Zahl der Menschen, die nicht negativ reagieren, überhaupt nichts ablesen kann? Ich gebe weiter an. Öff. Ja, danke schön an meine Vorredner. Also ich bin ja so eingestellt, dass es wichtig ist, die Menschen zu so etwas zu bringen wie gemeinsamer Verantwortungsargumentation. Ich glaube, dass es auch interessant ist, zu gucken, wie weit der Einzelne sich entwickelt hat oder Einzelne sich im Vergleich entwickelt haben. Aber ich denke, wichtig ist eben, dass wir lernen, ja, aufeinander zu achten und einander diese menschliche Gleichberechtigung zuzugestehen. Also, dass wir hoffen, dass es möglich ist, wenn Menschen überhaupt die Absicht fassen, so als denkende Tiere oder sagen wir denkende Wesen, denkende und sprechende Wesen, dass wir es schaffen müssen, durch Denken und Sprechen so eine im Ganzen verantwortliche Entwicklung hinzubekommen. Das ist ja auch für Sonja das Kernprogramm von Schenker-Bewegung in einem Satz gefasst, als globale Konsensgeschwister, also mit der Einstellung global handeln, global denken, lokal handeln, wollen wir das Nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Ohne dass da wer lauter schreit, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Geld, wer kann sich anders manipulativ durchsetzen, dass das so die größere Rolle spielt. Und das gilt für die ganze Schenker-Bewegung, die ich gegründet habe und die einzelnen Projekte.
Und da ist dann ansonsten ganz viel Raum, sich einzubringen, auch mit eigenen Ideen, aber eben auch nicht so für neue, dass die sich dann einfach mit irgendwelchen Willkürideen da durchsetzen können, sondern dass diese freie Argumentekultur und die Argumente-Gleichberechtigung, also jeder sein sagen kann und es wird dann geguckt, was ist die Qualität der Argumente fürs Wohl aller, das ist das Ausschlaggebende. Hinzu kommt noch, das ist wichtig zu wissen, also wie wenden wir diese freie Argumentekultur auch an, wenn wir Probleme und Konflikte haben, dann ist es nämlich so, dass egal, auch ein neu hinzugekommener oder ein Mensch von außerhalb, wenn er ein Problem hat mit einem von uns, also ob jetzt ich das bin, ob das ein Projektleiter ist, ob das du ist, wie auch immer, wenn jemand denkt, er wird untergebuttert, indem seine Argumente nicht gehört werden oder mit schlechteren Argumenten, dann kann er einen Prozess in Gang setzen, dass erstmal natürlich man miteinander versucht, so liebevoll und vernünftig zu sprechen und Dinge zu klären und dass man dann hingeht und weitere Leute aus dem Kontext, aus der Gemeinschaft mit dazu nimmt, also die man vielleicht für geeignet hält, eben auch als Konflikthelfer. Und dann kann man den Kreis solcher geeigneten Leute, solcher Dritter, die man mit einbezieht, weiten, bis man es eventuell vor die ganze Gemeinschaft bringt, die dann natürlich beurteilen muss, ob Dinge zusammenpassen oder ob sich Menschen auch eher voneinander trennen. Aber man ist eben nicht ausgesetzt irgendeiner Entscheiderstimme, die nicht durch ein gründliches gemeinsames Reflektieren geprüft wird, ob es da wirklich um bessere Argumentequalität geht statt anderer Durchsetzungen. Ja. Und ich kann vielleicht noch als Letztes sagen, also wir haben bisher wenig zusammengebracht in den letzten 30 Jahren, in denen ich mich darum bemühe. Der kleine Punkt ist nur, ich wüsste nicht ansonsten, was eben da überhaupt Menschen oder Orte in vergleichbarer Weise geschaffen hat. Also wir haben wenig, aber es gibt kaum was anderes, was man damit vergleichen kann. Insofern, ja, lade ich alle ein, die wollen, sich das anzuschauen und behutsam zu begutachten und einzuschätzen. Und jeder das Seine daraus zu machen. Ich gebe weiter an den Louis. Ja, danke an die Vorredner. Ich habe das vorhin Sonja auch schon mal gesagt, ist mir gerade auf der Zunge. Also ich finde es schön, einen Raum zu haben, in dem für jede Wahrnehmung ein friedlich konstruktiven Austausch Platz ist. Und ich träume davon und ahne und bin mir recht sicher, dass dann das Beste passiert, was passieren kann zum Wohle aller. Und dass es so ein Prozess ist, das immer stärker ja zu verkörpern und zu fühlen und zu leben, dass man da reinwächst und dass das immer besser funktioniert. Ja, was ich noch Minimales ergänzen wollte, also ich finde schon schön, wenn den Kindern gesagt wird, du bist ganz toll, du bist ganz schön, du hast das Recht, das Leben zu versuchen, was dir richtig scheint. Aber ich nehme an, Dylan hat sich auf eine Unbalanciertheit in dieser Hinsicht bezogen. Finde ich auch erwähnenswert. Und dann zu der Frage, ob Hitler der Größte war und sowas. Das erinnert mich ein bisschen an die These, die du oft formulierst, Dylan, dass je erleuchteter, also den Begriff hast du in der, also hast du damals benutzt, je erleuchteter irgendjemand ist, umso weniger Leute begeistert er und umso bescheuerter quasi, also oder ja, also also lässt sich wahrscheinlich schwer sagen, aber es lief irgendwie darauf hinaus, wenn jemand dann halt was, also die Massen streben zu Sachen, die sehr schädlich sind für das Leben oder für das Allgemeinwohl. Also ich habe das schon, das hat schon sich irgendwie stimmig angefühlt, als du das damals gesagt hast. Allerdings habe ich halt auch immer an so Leute gedacht wie Eckhart Tolle, der scheinbar auch mit einer vernünftig klingenden Sache, ich nehme an, da habt ihr wieder Relativierungs das Argument, dass man sich damit jedoch nicht aus der Verantwortung ziehen sollte. Jedenfalls finde ich das besser als irgendwelche, als andere Massenphänomene, was Eckhart Tolle sagt. Und wenn ich das verraten darf, die Sonja ist auch mit Satguru verbunden. Und ja, der erscheint mir auch interessante Dinge zu sagen. Also ich wollte darauf hinaus, dass es auch
ich weiß jetzt nicht, ob das Massen sind im Vergleich, aber halt viele Leute, also mehr als die Schenkerbewegung. Und natürlich ist dann zu prüfen, und ich kann, ja, was jetzt welche Qualität hat. Na gut, ich gebe mal weiter an Sonja. Okay, danke für eure Beiträge. Ja, es gibt viele Punkte, zu denen ich eigentlich was sagen möchte. Ich glaube, ich beschränke mich jetzt so zum Ersten darauf, dass die Schenkerbewegung, finde ich, eine wunderbare Initiative. Ich finde, es ist genial. Ich finde auch die Basisaspekte von der Kommunikation und der Idee wunderbar. Ich habe es noch nicht in der Praxis erlebt und ich bin ganz neugierig, mehr darüber zu erfahren. Danke, dass es diese Bewegung gibt. Und ein Punkt dazu, der mir noch gekommen ist, war, dass ich gedacht habe, wenn ich an die Medien denke und an Argumentation und Argumentationsaustausch, wie der in dieser Gesellschaft, die wir kreiert haben, insgesamt mit dem Wirtschaftsfaktor bedacht, was da entstanden ist, das sind Bilder, die oft sich gegenseitig runtermachen und sich gegenseitig angreifen, die meiner Meinung nach den eigenen Stolz und unser Gefühl, wir sind minderwertig, hervorrufen und dann müssen wir uns ganz groß darstellen. All das sehe ich in diesen Argumentationen und Diskursen. Und ja, ich wünsche mir, dass die Diskussionen, die geführt werden im Austausch, um miteinander zu reden, dazu, finde ich, gehört, dass wir offen zuhören und dass wir lernen, zuzuhören. Und zwar nicht nur geleitet von dem, was wir meinen, was richtig ist, sondern auch mit einer Art von offenem Herzen, mit was Menschlichem, was da drin ist und eben nicht von dem Gesichtspunkt, was wir gelernt haben in diesem wirtschaftlichen System. Ja, aus der buddhistischen Sichtweise würde ich es Ego herausnehmen. Ja, und eigentlich wollte ich noch ganz viel sagen, aber da hat die Uhr geklingelt, zu dem Bezug auf die Großen, die Massen hinter sich herziehen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz den Kontext zusammen. Ich überspringe damit das Kommentar dazu. Okay, damit gibt's sie weiter. Ja, und ich warte wieder 10 Sekunden, ja? 10 Sekunden abwarten, bis ihr mich wieder richtig hört. So, ich unterstelle mal, dass ihr mich jetzt wieder richtig hört. Und ich lege los. Ja, ich gehe mal drauf ein. Luis, bei dir scheint mir noch ein ganz riesiges Problem vorzuliegen, im Sinne, dass wir uns gegenseitig auf eventuell vorhandene Irrtümer, eventuell gar vorteilbringende Irrtümer, ja hier gegenseitig in unserem Plenum einer ideellen oder idealen Kultur, Kommune, einer idealen Kommune ansprechen. Du scheinst noch nicht zu unterscheiden zwischen Wahrnehmung und Falschnehmung. Und das sollten wir vielleicht heute mal thematisieren. Falschnehmung und Wahrnehmung. Ich mache mal ein Beispiel. Die Zeugen Jehovas würden mich als Satansbrut wahrscheinlich bezeichnen und empfinden, weil ich für die Evolution spreche und sie selber Kreationisten sind und die Evolution für Teufelswerk halten. Jetzt ist es für mich so, dass also diese Zeugen Jehovas mit ihren Beobachtungen und Wahrnehmungen in Wirklichkeit ausschließlich Falschnehmungen produzieren, weil ihr Weltbild falsch ist und auf Hintergrund dieses unrealistischen Weltbildes sie ausschließlich zu Falschnehmungen anderer Menschen fähig sind. Ja, und genauso sage ich auch Luis, dass da du aus meiner Sicht noch Irrtümer im Weltbild hast, bist du auch tendenziell aus meiner Sicht eher zur Falschnehmung fähig als zur Wahrnehmung. Und von daher würde ich sagen, deine Beobachtungen sind aus meiner Sicht großenteils verzerrt, weil du bis jetzt nur in der Lage bist, falsch zu nehmen, noch. Und das wird ja sicherlich hoffentlich immer noch besser werden. Und dann habe ich noch zum Beispiel, dann wollte ich noch kurz sagen, Luis, zu dir,
Was ich damit auch sagen wollte, was ich vorhin thematisiert habe, ist, dass die Zahl der Follower irrelevant ist. Die größten Idioten können viele Follower haben, aber auch die fähigsten können wenige Follower haben, und aber auch die dümmsten können weniger Follower haben. Also das ist völlig irrelevant. Und nur noch ein Satz zu Satguru. Ich habe ihn ganz oft studiert, seine Sendung. Ich finde da Millionen Irrtümer. Bitte sagt doch mal, was ihr gut findet oder für eine Wahrheit haltet von Satguru, dann sage ich euch, wo er sich irrt. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön an die Vorredner. Ich denke, gerade mit Blick auf Sonja kann es interessant sein. Ich hatte ja gesagt, also das Wichtige ist, wir wollen insgesamt verantwortliche Menschen werden, globale Konsensgeschwister. Wir wollen da das Nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Und ich kann noch was sagen. Also ich habe auch gesagt, wie das dann geht, wenn man Meinungsverschiedenheiten und Konflikte hat, dass wir da im Grunde genommen die Konfliktklärungsmethode anwenden, die jetzt in den großen Religionen, also bei Jesus zum Beispiel ganz eindeutig und ausdrücklich erklärt, aber auch in der modernen Friedens- und Konfliktforschung, die wir da als empfohlene Werkzeuge finden können. Also Jesus sagt zum Beispiel, wenn du mit deinem Bruder ein Problem hast, nimm ihn beiseite, versuch das freundlich zu klären, dann hast du den Bruder gewonnen. Schwester gilt natürlich dasselbe. Wenn du das nicht schaffst, unter euch zweien, dann nehmt ihr am besten geeignete weitere Mitglieder aus der Gemeinde dazu. Wenn das klappt, habt ihr den Bruder gewonnen. Wenn das nicht klappt, bringt das vor die ganze Gemeinde. Und die muss natürlich für das Wohl der Gesamtgemeinschaft beurteilen, ob da was zusammenpasst oder nicht. Also im positivsten Falle kann man ja Feldteilung machen, quasi zwei Gruppen bilden, also für dieselben Werte oder Inhalte, wenn man daran glaubt. Aber auch ansonsten kann dann vielleicht nötig werden, sich zu trennen eventuell auch. Aber das ist aus meiner Sicht der konstruktivste Weg, mit sowas umzugehen, statt es in willkürlicherer Weise zu entscheiden oder Trennungen durchzuführen. Und ein Punkt dann eben noch, was heißt dabei Argumente? Also der entscheidende, oder ich sage dazu, ich bin trainiert auch in aktivem Zuhören, partnerzentrierter Gesprächsführung, Empathieübungen und sowas. Also ich finde es ganz wichtig, auch emotional, einfühlsam und sehr verständnisvoll, sehr aufgeschlossen, zuhörend und so weiter zu sein. Auf der anderen Seite bin ich Philosoph und habe auch Logik studiert und Verantwortungsethik. Und ein ganz springender Punkt, warum das vernünftige Denken für uns von leitender Bedeutung sein sollte. Gesamtverantwortlichkeit heißt, dass ich zur Umsetzung solcher abstrakten Einsichten fähig bin, wie alle Menschen sind gleichwertig. Also egal, ob jetzt das verhungernde Kind in der dritten Welt oder aber die Kinder der Zukunft. Darauf kann ich nicht sinnlich reagieren und ich habe keine unmittelbare emotionale Resonanz, weil die auch so viel zu weit weg. Der Nächste bitte, ich höre nichts mehr, aber die Zeit war ja auch schon um. Der Nächste bitte. Ich mache mal Pause hier. Okay. Ja, danke. Also ich nehme an, der gute Öffi ist jetzt gerade rausgefallen. Ich habe hier gesagt, dass die Vernunft eine besondere Steuerungsbedeutung für uns Menschen hat, wenn wir nach Argumenten für das Allgemeinwohl, für das globale Allgemeinwohl schauen, weil es dann auch darum geht, die Kinder der dritten Welt und die Kinder der Zukunft gleichberechtigt zu berücksichtigen, wie es in Artikel 1 der Menschenrechte auch steht. Und zu denen können wir keinen sinnlichen Kontakt oder Wahrnehmung aufbauen und auch keine emotionale Resonanz in der Weise zum Leitmaßstab machen, weil das in diesem Ausmaß nicht möglich ist, das herzustellen. Was wir aber machen können, ist, mit der rationalen Einsicht dieser menschlichen Gleichwertigkeit die entsprechende Schlussfolgerung zu ziehen und die Menschen auch wirklich so zu berücksichtigen, wie es ihnen zusteht. Und deshalb ist für uns Menschen mit dieser Reichweite räumlich, zeitlich und verantwortungsmäßig ist dieses vernünftige Bedenken von besonderer Steuerungsbedeutung. Okay, damit gebe ich erstmal weiter an den Louis. Ja, danke schön. Also Dill, mir ist aufgefallen, dass du zweimal meintest, die Zeugen Jehovas
ausschließlich Falschnehmungen, gutes Wort übrigens. Ich würde vermuten, dass sie hier und da auch was wahrnehmen. Und dann war ich natürlich sehr geehrt, dass du bei mir eher von Falschnehmung geredet hast und mich den Zeugen übergeordnet hast. Dann bin ich natürlich sehr neugierig, welche du mir mitteilen möchtest. Ich nehme an, dass es sich jetzt an der Erwähnung von Satguru und seiner Message, dass sie dass sie positiver sei als manch andere Massenphänomene. Dann kann ich natürlich gleich mal ein paar positive Sachen über Satguru sagen, an die ich mich erinnere. Also ich fand sehr cool von ihm, dass er meinte, naja, das war wahrscheinlich wieder der Öffi, oder Dylan? Sollen wir pausieren? Guru, er meinte, wenn die Welt von übermäßig wenig Menschen regiert wird, ist es natürlich einerseits blöd und andererseits ist es dann möglich, die Welt zu verändern, wenn man schafft, auf diese wenigen Individuen positiv Einfluss zu nehmen. Und er hat gemeint, schickt mir die Leute in meine Seminare, ich kann sie auch super krass dafür bezahlen. Und Geld scheint ja das zu sein, was ihnen am wichtigsten ist. Ja, fand ich lustig geframed. Und was ich jetzt, das ist nicht ganz so revolutionär, aber ich fand auch cool, ich meine, in der indischen Gesellschaft, die ist ja stellenweise konservativ. Und dann wurde er, glaube ich, mit Erstaunen oder gar Schlimmerem, wurde darauf reagiert, dass er seiner Tochter erlaubt, Tänzerin zu werden. Und dann hat er gemeint, naja, also sie kann ja machen mit ihrem Leben, was sie will und so. Also zwei kleine positive Dinge zu Satguru. Damit kann ich auch stehen lassen und gebe weiter an die Sonja, die ihn noch besser kennt als ich. Genau, es gab viele Dinge, auf die ich was sagen wollte. Aber ich habe mir keine Notizen gemacht, das ist nicht so schlau. Ich muss mich noch an euer Art des Redens gewöhnen. zu dem, was wir meinen, Wahrheit als Wahrheit zu empfinden. Also ich bin in diesem System aufgewachsen. Ich habe das gelernt, was dieses System mir mitbringt. Und ich bilde mir meine Konstrukte in meiner Mentalität. Und die verändern sich mit den Erfahrungen, die ich mache und mit den Eindrücken, die ich sammle. Und sicherlich in meiner Erfahrung ist es so, dass es irgendwie schon sowas gibt wie Wissen in meinem Körper, aus meinen Genen heraus oder was auch immer, woher auch immer das kommt. Manches habe ich nicht direkt von meinen Eltern gelernt und hatte trotzdem irgendwie einen Bezug dazu. Genau. Und ich glaube, je nachdem, wie sich das nun bildet, meine ich nun die Wahrheit zu haben oder das, was... wie waren die beiden Wörter? Falschnehmung und Wahrnehmung, genau, das fand ich sehr interessant, weil natürlich auf meine Fähigkeit ankommt, wahrzunehmen, was ich wahrnehme. Und so ist es sogar, dass wenn ich taub bin, dass ich sicherlich eine andere Wahrnehmung der Realität habe, als wenn ich nicht taub bin. Und ob das nun falsch ist oder richtig, kann ich so nicht sagen. Das sind alles individuelle Realitäten. Und ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, wer hat so viel Wahrheit in sich, um zu sagen, was nun eine Falschwahrnehmung ist. Ich merke, dass wenn sowas gesagt wird, dass in mir sich alles sträubt und ich denke, das geht aber in Richtung, da bin ich ja genau an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß es eben besser. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil das, was ich weiß, ist, dass ich so wenig weiß. Und das ist das Einzige. Und ich glaube, das ist meine Wahrheit. Ich gebe weiter. Ja, das passt doch ideal. Ach so, ich muss ja ein paar Sekunden warten, gell? Oh, genau, danke, perfekt. Ich mache jetzt. Ja, ich warte jetzt ein paar Sekunden, bis das sich umgeschaltet hat. Ja, also das, was eben gesagt wurde,
passt ja perfekt zu meinem vorigen Thema, nämlich dass der Kapitalismus uns alle impft mit einem versteckten Größenwahn. Der impft uns eben und dann kommt man auf so Ideen, für die es leider gar keine wissenschaftliche Stützung gibt, sondern zum Beispiel, dass es irgendwie ein bestimmtes Wissen in den Genen gebe. Da gibt es keinerlei Hinweis. Alle Wissenschaftler der Welt sind sich da eigentlich einig, dass es das natürlich nicht gibt, sondern wir eigentlich als Kind eigentlich eben ein unrealistisches Bild erlernen, je nachdem, von wem wir unterrichten werden und so weiter. Und natürlich lernen wir auch ein paar Wahrheiten dabei, aber das ist aus meiner Sicht eher in der Minderheit. Sondern gerade dieses sich sträuben ist wieder dieses, was ich angesprochen habe. Wenn jemand erzogen ist und eigentlich mit der kapitalistischen Idee, dass es keine Höchsten gibt, keine gibt, von denen man was lernen kann, keine Professoren gibt, keine Schlaueren, keine Höchsten, keine wirklich Erleuchteten bin. Ich muss dazu sagen, dass ich ja hier schon öfters gesagt habe, dass ich natürlich davon ausgehe, ich wurde von meinen Schülern als der erste und einzige Erleuchtete der Menschheit bezeichnet, und als ich damals in der Nachfolge von meinem Lehrer Osho Bhagwan Sri Rajneesh seine Arbeit ganz wesentlich weiterentwickelt habe und so weiter. Aber das ist eben genau der Punkt, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, von anderen lernen zu können, weil sie sich alle für selber erleuchtet halten. Und genau darum ging es. Und Luis hatte noch was angesprochen, dass Satguru sowas gesagt hätte, bringt mir die Leute, die Reichen und die wenigen, die herrschen, damit ich sie auch unterrichten kann. Das ist genau richtig. Und deswegen habe ich so den Gedanken, ob es nicht sein könnte, dass wir viel mehr erreichen würden, wenn wir mit Anzug und Krawatte mit den Menschen sprechen würden, weil dann nämlich auch die gebildetsten und qualifiziertesten und leistungsfähigsten unter den Herrschern der Welt mit uns bereiter wären zu sprechen, und wir dann, wenn wir einen davon überzeugen, können wir die ganze Welt retten. Wenn ich Mark Zuckerberg im Gespräch hätte und ich könnte ihn begeistern für die neue Weltperspektive, dann hätten wir gewonnen. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke an die Vorredner. Also ich sage immer nichts mehr über wie aufgewacht oder erleuchtet ich so bin. Ich bin einfach auf und lade die Menschen ein, mich anzuschauen, was ich mache und zu hören, was ich so sage oder was ich schreibe. Und das in seiner Qualität, in seiner vernünftigen Gemeinwohlqualität zu beurteilen. Und da bringe ich mal einfach ein paar Beispiele noch, nachdem ich in meinem letzten Beitrag ja gesagt habe, was meinen wir mit freier Argumentekultur und inwiefern ist es wichtig, da vernünftig zu denken, um zeitlich und räumlich allem mit solchen Maßstäben gerecht werden zu können, wie jedem seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zu geben, jedem Menschen die gleichwertigen Menschenrechte zu geben und so weiter. Und da nenne ich einfach mal ein paar Beispiele. Also wir alle sind aus meiner Sicht heute vor Problemen in der Welt. Wenn wir die Augen aufmachen und da vernünftig drüber nachdenken, dann erkennen wir, da sind Forderungen an uns, denen wir gerecht werden müssen. Ich nenne deren drei. Zum einen, was Extinction Rebellion auch zum Beispiel sagt, wir verhalten uns gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen des Planeten so, dass das für die Kinder der Zukunft deren Lebensgrundlagen versauen würde. Und da müssen wir dementsprechend konsequent darüber nachdenken, wie wir unseren Lebensstil und gerade auch die politischen Entscheidungsstrukturen, die Partizipationsstrukturen so verändern, dass es dieser Verantwortlichkeit im Ganzen endlich gerecht werden kann. Das Zweite ist, wir wissen, siehe Corona-Krise, dass eine riesige Gefahr besteht, dass die Menschen Führern oder Spielregeln hinterherlaufen, die nicht verantwortlich sind. Und da kann man eben ganz klar jetzt sehen, dass da die Gefahr besteht, dass nicht demokratisch gehandelt wird, sondern es immer mehr Richtung Manipulation, digitaler Überwachung und Kontrolle der Menschen geht. Und da müssten wir so aufstehen und einschreiten, dass wir diese echte Demokratie
bewahren würden. Und das dritte als Beispiel, ich rede immer von Menschheitskonsensdemokratie. Nehmen wir an, in der Bundesrepublik Deutschland würde eine politische Wahlentscheidung getroffen oder eine Einzelentscheidung über eine Maßnahme und die Bürger würden zu 99% dafür stimmen, weil es ihnen vielleicht Konsumvorteile oder so bringt. Und dann würde ein Wissenschaftler auftreten und würde sagen, Leute, ich habe aber gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Grundbedürfnisse der Kinder der Zukunft durch diese Entscheidung unverhältnismäßig geschädigt werden oder die vielleicht gar nicht damit überleben können. Dann wäre echte Demokratie, Menschheitsdemokratie so, dass man sagen würde, es ist vernünftig, die Stimme des einen Wissenschaftlers höher einzuordnen als die 99% Stimmen, die die jetzige Bevölkerung dieses Landes Bundesrepublik abgegeben hat. Also das nur als Beispiele, in welchem Volumen wir aus meiner Sicht verantwortungsfähig oder zu Verantwortungsdenken fähig werden müssen. Alles klar, ich gebe weiter an Louis. Ich plädiere dafür, dass wir auf 3 Minuten ab der nächsten Runde umstellen, weil es offensichtlich sehr schwer scheint, diese 2 Minuten einzuhalten. Aber ab der nächsten Runde dann, ja, wenn es wieder von vorne losgeht. Ja, Louis, du bist dran. Ja, danke schön. Also, ich fände interessant, wie du jetzt das, was ich über Satguru gesagt habe, so einordnest, lieber Dylan. Dann frage ich mich, du hast jetzt davon geredet, alle Wissenschaftler wissen, dass niemand Wissen in den Genen hat. Das ist ja jetzt wissenschaftlich gesprochen. Dann würde ich darum bitten, wirklich auch genau zu sprechen und frage nochmal, ob das alle Wissenschaftler sind. Ich höre sowas sehr oft in der letzten Zeit, wenn mit Wissenschaftlern irgendwelche Perspektiven begründet werden. Und dann, wenn man genauer guckt, ist es halt einfach nur ein Teil der Wissenschaft. Und das ist natürlich nicht vertrauenswürdig, wenn dann genau verschwiegen wird, dass es eben nur ein Teil ist und behauptet wird, es seien alle. Dann hast du jetzt von mehreren Höchsten gesprochen. So wie ich das verstanden habe, ist Höchster so ein Alleinstellungsmerkmal. Also der höchste Mensch. Und wenn das mehrere höchste Menschen sind, dann ist es vielleicht die höheren Menschen oder so. Ja, als Vorschlag. Dann hast du, glaube ich, sowas gesagt, Leute sind lernunfähig, weil sie sich für erleuchtet halten. Also, du bist der Erste, den ich persönlich treffe quasi, der sich für erleuchtet hält. Und ich denke, wie Herr Öffi auch schon argumentiert hat, dass Kaisers neue Kleider, ein kleines Kind kann feststellen, dass der Kaiser keine Kleider anhat. Also ich denke, das ist jetzt natürlich nur meine aus deiner Sicht unerleuchtete Perspektive, aber man muss nicht völlig fehlerfrei sein, um zu erkennen, wenn andere Leute Fehler machen, beziehungsweise um den Eindruck zu haben, dass andere Leute Fehler machen. Dann würde ich auch anregen, zu unterscheiden zwischen Bildung, zwischen Faktenwissen, sowas ist Gelehrigkeit über die Wissenschaft, die du für dich in Anspruch nimmst, möglicherweise zu Recht, und zwischen Weisheit. Also, das ist jetzt natürlich wieder nur meine unerleuchtete Perspektive, aber unter Weisheit verstehe ich sowas wie frei zu sein, unter allen Optionen, die da sind, die beste zu wählen und nicht aus einer Einschränkung raus eine zu wählen, die dann halt vermeidbare Nachteile hat. Und da fällt mir bei dir halt auf, wie du Sachen formulierst, zum Beispiel die Zeugen Jehovas haben ausschließlich Falschnehmung, die einfach vermeidbar ungenau sind und damit vermeidbar Leute vor den Kopf stoßen. Gut, ich gebe weiter an die Sonja, danke. Ja, das fand ich einen schönen Hinweis. Viele Dinge. Zum einen möchte ich damit anfangen zu sagen, dass meine Gene haben so viel Informationen in sich tragend, das übersteigt sogar die Fähigkeit meines Gehirns. Meine Gene wissen, wie die Nase meiner Großmutter aussah oder wie ich vielleicht jetzt im Gesicht habe. Ich weiß das sicherlich nicht. Es übersteigt meine Intelligenz bei weitem, was meine Gene in sich tragen. Das dazu. Ich kann generell eigentlich nur über das reden, was in meiner Wahrnehmung oder Erfahrung ist. Und ich glaube, das schränkt uns alle ein. Und oft reden wir über Dinge, die nicht in unserer eigenen Wahrnehmung oder Erfahrung sind und meinen darüber ein rationales Bild uns zu geben. Für mich ist es
selbst wenn ich nicht aus rationalem Blickwinkel drauf schaue, dass wir alles Menschen sind und jeder die gleichen Rechte hat, rein emotional, rein vom Herzen her, was ich empfinde und spüre, nehme ich das so wahr. Dafür brauche ich keinerlei rationale Theorie oder Basis. Ich glaube, gleichmäßige Menschenrechte ist etwas, was wir spüren müssen und dafür müssen wir uns verantwortlich fühlen. Und das bedeutet, dass wir uns nicht abgrenzen und sagen, ja, aber ich kann ja nur diesen Bereich hier berühren und deswegen ganz rational gedacht, habe ich gar keine Fähigkeit, da was zu tun und deswegen grenze ich mich ab, weil dann geht es mir besser. Und das habe ich so oft gehört und ich möchte eigentlich, dass unsere Verantwortung sich ausbreitet und ausdehnt bis ins Endlose. Genau, und dass wir dadurch Menschenrechte als was wahrnehmen, was wir fühlen. Und genau, Maßnahmen, Umwelt, dazu wollte ich auch noch unbedingt was sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Striktheit der Maßnahmen sich übertragen könnten auf den Aspekt, um unsere Umwelt zu schützen. Ich denke, wir haben ein schönes Beispiel, dass wir eigentlich ganz schnell handeln können. Und ich würde mir wünschen, dass es eben auch in den Bereichen, die notwendig zu schützen sind, wie die Wasserqualität, die Luftqualität, die Qualität unseres Essens, das wir zu uns nehmen, woraus unser Körper besteht im Endeffekt, dass wir auch dafür diese Klarheit in Umsetzung anwenden könnten. Genau, und ich habe noch einen letzten Punkt. Es tut mir leid, dass ich die Zeit überschreite. Ja, das scheint, wir können das nicht ausrotten, dass die Zeitdisziplin sehr zu wünschen übrig lässt. Ja, da hast du recht. Genau, bisher habe ich mich gut daran gehalten. Es ist vielleicht ansteckend, wenn das bei jedem ein bisschen drüber geht, dass man dann mitmachen möchte. Genau, Wissenschaft und Demokratie. Ich finde es unheimlich schwierig, da eine Balance herzustellen, weil oder zu sagen, das eine ist höher als das andere. Vor allem auf dem Hintergrund aufbauend, da unsere Wissenschaft leider auf den wirtschaftlichen Faktoren wächst und von denen oft geleitet wird. Deswegen finde ich es sehr schwer, eine wissenschaftliche Meinung, die wirklich wissenschaftlich basiert ist. Und was ist wirklich Wissenschaft, frage ich dann. Und was ist wichtiger? Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig, das so deutlich zu sagen, dass ein Wissenschaftler die Entscheidung treffen sollte. Von wem wird der bezahlt, würde ich dann erst noch wissen wollen. Ich gebe weiter. Ja, darf ich auf 3 Minuten umstellen, in der Hoffnung, dass man dann schneller auf den Gedanken kommt, wie kann ich das jetzt abschließen für jetzt? Sollen wir es mal mit 3 Minuten probieren? Widerspruch? Nö, kein Widerspruch? Dann probieren wir es einfach mal. Ja? Gut, ich lege los. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, ihr hört mich. Also alle mit 3 Minuten einverstanden? Kein Widerspruch? Okay, ich mache 3 Minuten. Versuchen wir es mal. Also, erst einmal ganz kurz. Das ist aus meiner Sicht wieder ein Riesenirrtum. Die Großmutter hat eine völlig andere Nase als die Enkeltochter. Zumindest hat sie unendlich viel andere, eventuell mehrere andere Gene bezüglich der Nase, weil nämlich zwischen Großmutter und Enkelkind doch etlicher genetischer Einfluss liegt, der ganz anders ist, sodass man sagen kann, die Enkelin hat eben doch ein in weiten Bereichen verändertes Genbestand als die Großmutter. Aber das ist eben der Punkt. Dann, Luis, du scheinst für mich darauf zu bestehen, dass deine Falschnehmungen Wahrnehmungen seien. Das halte ich auch problematisch für Kommunen. Und jetzt erst einmal, sind wir uns denn überhaupt einig, dass das Erreichen des Höchsten eine Summe ist aus möglichst höchster Intelligenz, also sehr hohen Intelligenzquotienten, bei mir zum Beispiel höher als 99,8% der Weltbevölkerung, und zugleich sehr viel mehr Arbeitseinsatz und Fleiß und Mühe als andere Menschen. Dass also niemals Intelligenz alleine ausreicht, um die Welt zu erfassen, sondern dass man auch daran arbeiten muss.
studieren, fleißig sein muss, was lernen muss. Und dann stellt sich die Frage, Lewis, aus welchen hunderttausenden Arbeitsstunden denkst du, du könntest irgendetwas wahrnehmen, beurteilen, beobachten und einschätzen? Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass du nicht genügend Arbeitsstunden hinter dir hast. Ich vermute bei dir schon eine hohe Intelligenz, aber ich vermute, dass du ungefähr vielleicht ein Hundertstel meiner Arbeitsstunden aufgewendet hast, um die Welt zu analysieren und zu erfassen. Und ich habe ja eben nicht nur Wissenschaft studiert, sondern alle Leute, die irgendwo die Idee hatten, dass sie was zu sagen hätten. Also alle Denker der Welt habe ich studiert. Und da sehe ich den Punkt, dass nämlich ja diesen versteckten Größenwahnsinn und seine Kommunen zerstörende Kraft, dass diese Illusion, nämlich dass es mehrere Wahrheiten gebe, also ich lese mal vor, wie es hier steht. Was soll es bringen, andere zu erreichen, ohne ihren versteckten Größenwahnsinn zu thematisieren? Wenn die Leute sagen, jeder hat seine Wahrheit, auch und der andere, der darf nicht sagen, dass er der Meinung ist, dass er es besser weiß und gute Argumente dafür hat und das gut argumentativ begründen kann. Dieses jeder hat seine Wahrheit ist für mich, das ist das Symbolbild des versteckten Größenwahnsinns. Denn wenn jeder seine Wahrheit ist, dann ist jeder heimlich der Größte, bringt es zwar nicht offen nach außen und stellt es auch nicht argumentativ zur Diskussion, ja. Ja, meine Zeit ist um, ich höre sofort auf. Öff. Ah, danke schön an die Vorredner. Ich hatte das mit der Zeit so verstanden, dass 2 Uhr dann das Signal ist und man dann so zum Ende kommt. Ich nehme an, dass ich kaum über 2:30 oder sowas dabei gekommen bin. Aber jetzt haben wir die 3 Minuten. Ich gehe auf den für mich wesentlichsten Punkt ein. Ich glaube, dass ein Mensch, wer weiß, was für Wahrnehmung und Erkenntnisquellen haben kann. Ich behaupte, dass diese 3 Punkte, die ich nannte, also dass wir sehen, weil wir die Natur so zerstören, müssen wir andere Grundlagen, auch Entscheidungsstrukturen schaffen, die verantwortungsfähig sind. Ferner, dass die Demokratie so gefährdet ist und dass wir die Kinder der Zukunft wie gleichberechtigte Demokratiepartner mit einbeziehen müssen. Ich behaupte, das sind Dinge, die durch vernünftiges Denken so zustande kommen und ich nicht vergleichbar sehe, dass die woanders so überhaupt wahrgenommen werden oder als Maßstab aufgestellt werden. Und man kann dann schauen eben, was kommt denn raus, wenn man dann konkreter denkt, was das für Folgen haben müsste, für Ursachen und Folgen haben müsste. Wenn dann jemand neben mir sitzt, der sagt, er hat irgendwelche Art anderer Wahrnehmung oder Offenbarung als das vernünftige Denken. Und es zeigt sich, dass wenn wir das anschauen, die Ergebnisse auch nur annähernd eben überzeugend sein können, auch im Vergleich, dann könnte man drüber reden. Ich schließe das eigentlich aus. Also, aber ich lasse mich immer auf solche Experimente ein, um zu schauen, woran man damit ist. Und nur ein konkretes Beispiel, also nehmen wir jetzt die Corona-Maßnahmen beispielsweise. Da ist es so, dass ich sage, auf jeden Fall muss man das als zugespitzte Gefährdung der Demokratie sehen, aus Gründen, wie das schon vor Corona wir wussten, die an der Regierungsspitze sitzen, handeln eher aus unverantwortlichen Nutzinteressen als aus demokratischen Gemeinwohlinteressen. Wie, was der Herr Seehofer mal sagte, die im Parlament sitzen oder gewählt sind, haben eigentlich nicht zu entscheiden. Und die zu entscheiden haben, sind nicht gewählt oder sitzen nicht im Parlament. Also wir haben das und wir haben zunehmende Mittel der digitalen Überwachung und Kontrolle, die dann sicherlich missbrauchsgefährdet sind, wenn das unsere Eliten sind, die uns da steuern in Politik und Wirtschaft. Das heißt, wir können eben sehen, dass das ein total gefährlich fahrender oder auf Entgleisung angelegter Zug ist. Und dass wir da andere Verantwortungsdemokratiegrundlagen schaffen müssen. Dass wir da jedenfalls nicht einfach so vertrauen können. Der NSA-Skandal hat es ja als Offensichtliches gezeigt, wo demonstriert wurde, von welchen die es aufgedeckt haben, dass wir auf eine grundrechte und verfassungsverletzende Weise fast totalitär überwacht werden und verfolgt wurden, die es aufgedeckt haben und nicht die, die es gemacht haben. Und keiner von uns wird realistisch annehmen, dass diese Überwachungs- und Kontrollmechanismen jetzt seitdem nicht noch weiterentwickelt werden. Das heißt, das sind massive Gründe, wo man durch vernünftiges Denken dann weiß, da kann man nicht einfach darauf vertrauen, dass diese Leute weiter mit ihren Unterdrückungsmaßnahmen in irgendeine Richtung agieren sollten, sondern man kann da zwingend daraus ableiten, dass wir eine andere Form von grundlegender Verantwortungsdemokratie hervorbringen müssen. Okay, ich gebe weiter an Louis.
Ja, danke. Ich hatte auch so verstanden, dass wir bei 2 Minuten klingeln und versuchen dann nicht über 3 Minuten zu kommen. Also Dylan, ich frage mich nach wie vor, was du zu meinen Kommentaren zu Satguru denkst. Dann habe ich dich so verstanden, dass du denkst, dass ich lauter Falschnehmungen habe. Also du bist herzlich eingeladen, mir die aufzulisten. Dann denke ich, wir haben eine verschiedene Ansicht zu der Frage, also beziehungsweise meine Ansicht ist die, wir sind halt alle Menschen und deshalb haben wir alle an dem Standpunkt, wo wir sind, sehen wir halt was Besonderes und können uns dadurch ständig ergänzen in der Vielfalt unserer möglichen Sichtweisen. Und ich verstehe dich so, es gibt einen Höchsten. Ich denke nach wie vor, du hast jetzt zu der Intelligenz auch noch den Fleiß dazu addiert. Ich habe dich so verstanden, das sei dann dein vollständiges Weisheitssammelsurium. Also daraus besteht Weisheit. Aus meiner Sicht besteht Weisheit halt auch aus Gefühl, aus Empathie. Ich sage nicht, dass du das nicht hast, aber ich sage, dass es dazugehört und ich bin halt sicher, dir nachweisen zu können, wenn du halt davon sprichst, dass Zeugen Jehovas ausschließlich Falschwahrnehmungen machen, könntest du halt stattdessen sagen, sie machen aus deiner Sicht in der und der Hinsicht zwangsläufig falsche Wahrnehmungen, weil ihre Grundbetrachtungsweise falsch ist. Und sowas machst du halt oft und das fällt mir halt auf. Und ich denke, wenn meine Wahrnehmung stimmt, und ich sage ja nicht, dass sie stimmt, ich sage ja nur, hey, ich habe doch eine Wahrnehmung, darüber können wir reden. Wenn meine Wahrnehmung stimmt, dann weise ich dich auf was hin, von dem du lernen kannst. Und du musst es ja nicht annehmen. Und ich habe das Gefühl, du bist der Meinung, du hast mehr Faktenwissen angesammelt und dadurch hast du quasi die Standpunkte der anderen Menschen schon, hast du auch zur Auswahl. Aber das denke ich nicht. Also ich denke schon, wenn man, dass man sich in andere Perspektiven reinversetzen kann, erkennen kann, warum, oder halt eine Vermutung entwickeln kann, warum die falsch sind, und dann mit jemand spricht, der einem aus dieser anderen Perspektive kommt und man kennt die in- und auswendig oder glaubt sie in- und auswendig zu kennen und hat halt das schon weiterentwickelt, weil man die Perspektive kennt. Aber man kann halt nie ausschließen, dass man halt dieses und jenes übersehen hat oder es doch nicht die gleiche Perspektive ist. Ja. Und also ich denke, dass beugt darauf hinab, kann man kritisieren, auch wenn man weniger weiß. Ich gebe weiter an Sonja. Ja, fand ich einen wunderschönen Beitrag. ja, ich denke auch, dass man immer wieder in Situationen kommt in seinem Leben, wo man eine Sichtweise dazu gewinnen kann und plötzlich verändert sich das eigene Wissen und das eigene Erleben von der Wahrheit, die man wahrnimmt. Das finde ich unheimlich faszinierend und ich glaube, genau der Kontakt mit anderen Menschen ist dafür notwendig, dass ich spiegle und Resonanz bekomme auf das, was ich denke und mich damit auseinandersetze und dadurch mich und meine Sichtweise weiterentwickeln kann und sie eben nicht auf einem Standpunkt hart. Ich wollte nur noch einen Satz dazu sagen. Ich möchte auch gar nicht so ein Spiel draus kreieren, das hin und her und hin und her und wer hat denn eigentlich recht? Das ist so gar nicht das, was mich inspiriert, muss ich sagen. Ich habe es sehr simplifiziert dargestellt. Natürlich habe ich nicht die gleiche Nase wie meine Urgroßmutter oder Großmutter, aber die Gene enthalten die Informationen und die mischen sich und die wissen, wie dieser Körper zusammengesetzt ist. Es ist nicht meine Intelligenz. Es ist eine Art von Intelligenz, die das überschreitet, was wir meinen zu wissen, was Intelligenz ist, meiner Meinung nach. Und da ist ein unheimlicher Speicher. Sonst würden wir uns nicht wieder bilden im Mutterleib. Genau. Noch etwas. Ach ja, ich fand es auch ganz interessant, zu sagen, dass
auch die Emotionen dazu gehören, zu dem, was Weisheit bedeutet. Ich denke, es gibt Menschen, die keinerlei Ambitionen haben, sich in dieser Welt zu beteiligen und mitzumachen und trotzdem ganz viele weise Dinge von sich geben. Also ich weiß nicht, ob es wirklich dazu gehört, was ich arbeite, dass es ausmacht, wie intelligent ich bin. Ich denke, das macht aus, wie viel Motivation ich habe, etwas zu verändern oder Teil zu sein von etwas. Es kann aber auch genauso zeigen, also weil zum Beispiel, ich muss jetzt gerade kurz daran denken, also vorhin wurde Adolf Hitler genannt. Ich glaube, er hatte unheimlich viel Motivation zu tun und zu machen. Und ich sehe da eine ganz verschrobene Intelligenz, die am Handeln war, aber sicherlich sehr viel Energie, um umzusetzen und zu handeln und zu arbeiten. Also ich würde da immer aufpassen, etwas als die pure Wahrheit zu benennen. Genau, so das wäre aus meiner Sicht das, was ich weitergeben möchte. Okay, ich mache einen Stumm. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt wieder ihr mich gleich wieder hört. Ich denke, ihr hört mich jetzt wieder und beginne. Ja, also Adolf Hitler ist ein typisches Beispiel dafür. Der hat quasi alles, was die Wissenschaftler gesagt haben, so umgedreht und verdreht, wie er es haben wollte, und hat damit sein Warngebäude gemacht. Eben weil er so größenwahnsinnig war, dass er selbst dachte, er nimmt die Welt wahr, in Wirklichkeit hat er sie falsch genommen. Und man sieht, wie gefährlich das ist. Für mich ist also Falschnehmung auch die Ursache dafür, dass Kommunen nicht gelingen können. Wenn man darauf besteht, seine Falschnehmungen als Wahrnehmungen zu bezeichnen, dann kann Kommune nicht funktionieren, weil das immer riesige Schwierigkeiten bringen wird und muss. Ja. Und da, zum Beispiel, Luis, hast du eben aus meiner Sicht eine krasse Falschnehmung geschildert, nämlich dass du hast ja quasi letztendlich behauptet, dass Empathie Argumente schlagen würde. Ja, du bringst immer wieder etwas an, warum du der Höchste bist, nämlich dass du sagst, ich habe auch noch die Empathie, und der Dylan, der hat ja nur die Wissenschaft, den Fleiß, unendlich viel Arbeit, hohe Intelligenz, super hohen Intelligenzquotienten und so weiter, aber ich bin besser als er, weil ich habe noch die Empathie, und vielleicht kommt demnächst die Herzenergie und die Herz und so weiter. Und das ist genau das, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, Luis, dass dieser Versteck der Größenwahnsinn ist. Ja, das ist die Größenillusion, nenne ich es mal. Es ist ja kein Wahnsinn, es ist ja keine Wahnform, es ist eine Größenillusion. Nämlich, dass immer wieder was ausgepackt wird, warum man nicht einfach sagt, ja Leute, ich habe nicht so hart gearbeitet, ob ich einen super hohen Intelligenzquotienten habe, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal offen sein, von denen zu lernen, die einfach viel gearbeitet haben und vielleicht auch noch einen ganz hohen Intelligenzquotient haben, über den so und so viele Professoren geschrieben haben und so weiter. Und die Frage ist eben, ja, zum Beispiel, wie viele Menschen haben dir in deinem Leben bescheinigt, außergewöhnliche Kenntnisse und zu haben? Ja, und das ist eben genau der Punkt, dieser versteckte Größenwahnsinn, der sagt einfach, es spielt gar keine Rolle, ich bin der Schlauste und der, von dem alle anderen lernen sollten, ohne dass ich jemals was gelernt habe. Ne? Und das ist diese Größenillusion, die unheimlich weit im Kapitalismus verbreitet ist und weswegen dann die Leute nicht mehr sachlich argumentieren können irgendwann miteinander. Ja? Ich sag's noch mal so knallhart, die versteckte Größenillusion ist die Ursache für Schwierigkeiten beim Kommunenaufbau. Ohne einen echten Realitätsbezug wird eine Kommune nichts werden. Mit Realitätsbezug möglicherweise auch nicht. Dann ist aber der Kapitalismus zu stark und seine Manipulationskraft verhindert, dass wir überhaupt argumentieren können, die und dann zu einer Wahrheit kommen. Ja, ja, ich muss weitergeben. Ich habe schon wieder Zeit um. Du bist dran. Ja, danke meinen Vorrednern. Es gibt natürlich ganz viel Weisheit im Kosmos. Das göttliche Bewusstsein oder der göttliche Plan umfasst sicher unglaubliche Dinge. Aber die Frage ist immer, wie sehr ist das für uns eben verwertbare Erkenntnis auch, die wir anwenden können?
sodass wir zum Wohle aller erkennbar daraus handeln können. Ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich eigentlich gar nicht gucke, wie groß oder klein oder erleuchtet oder wach ist jemand. Also ich selbst schon gar nicht, also ordne ich mich in solche Kategorien ein. Mich interessiert, dass wir gemeinsam als Menschen, der Kleinste und der Größte, gucken, wie werden wir unserer Verantwortung hier gerecht. Dass wir verantwortlich handeln, statt eben andere Lebewesen und Menschen in ihren Rechten unglaublich stark zu verletzen. Also eigentlich müssten wir schon darauf achten, nicht unangemessen zu verletzen, wir müssen nicht gar nicht verletzen können. Aber katastrophale Verletzung der Rechte der anderen Lebewesen und Menschen ist etwas, wofür wir das Bewusstsein entwickeln und wofür wir einstehen müssen. Und da bin ich der Ansicht, dass es dann wirklich so ist. Wir können jetzt auch viel, zum Teil unterschiedliche Akzente dabei betonen. Aber wenn wir ins gemeinsame Überlegen gehen, wie würden wir ein Leben, persönliches Leben, Zusammenleben in der Gemeinschaft und so weiter gestalten, dann ist es so, dass wir dabei, glaube ich, ganz schnell rausbekommen, eben inwiefern sind da jetzt Ergebnisse, die uns auch innerlich überzeugen, dass das so ein Verantwortungsbewusstsein oder eine Verantwortungsorientierung ist, oder inwiefern ist es das eher weniger. Und ja, also ich denke mal, ich werde hier wahrscheinlich bald jetzt hier das Autosteuerruder nehmen müssen, um einen Teil der Fahrt jetzt hier noch von der Projektrundfahrt zu bewältigen. Einladung von mir, lasst uns im offenen, kritischen Denken und Sprechen miteinander sein. Lasst uns auf das Experiment uns einlassen, wie wir für sowas wie Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, Wahrung der Demokratie, Einbezug aller Menschen, auch der Kinder der Zukunft in Menschheitsdemokratie, wie wir dafür Ergebnisse finden können, die wirklich Substanz haben, die uns tragen können in unserer Lebensweise. Wenn wir da im Gespräch sind, glaube ich, kommen die Ergebnisse durchaus raus. Ja, damit umarme ich alle durchs Telefon und wünsche, wenn ihr möchtet, dann auch gerne ein weiteres fruchtbares Gespräch. Ich freue mich auf die nächsten Gesprächsbegegnungen und verabschiede mich. Ja, schade mit dem Öffi. Ich würde vorschlagen, dass wir dann auch nach der Runde bald zum Schluss kommen. Ich kann noch sagen, also ich beanspruche für mich keine Wahrnehmung, sondern einfach, ich habe Eindrücke. Ich möchte die Gelegenheit haben, mit Leuten über meine Eindrücke zu sprechen. Wenn jemand das nicht will, das ist schade, aber ist auch okay bisher, solange ich noch andere finde. Ich nehme an, das war der Öffi. Dylan, bist du noch da? Ja, ich bin doch da. Super. Ja, wir machen die Runde auf jeden Fall noch fertig, ne? Ja, also ich habe vorhin bewusst, glaube ich, gesagt, dass ich nicht sage, dass du keine Empathie hast. Und ich glaube, ich denke auch nicht, dass ich den höchsten IQ der Welt habe und ich denke auch nicht, dass ich der Gebildetste bin. Und ich bin ja weiter im Gespräch, um dazu zu lernen. Ich denke, der Unterschied zwischen uns ist einfach, und mich erstaunt ist, dass du diese Sichtweise hast, aber viel Spaß damit, dass jeder Eindruck ist interessant und von jedem Eindruck kann man lernen. Und sogar wenn man den Eindruck schon tausendmal gehört hat, kann man davon lernen, wie die Begegnung zwischen zwei Menschen und ihren Eindrücken ist. Das kann gut sein oder schlecht und man kann ja bei anderen Menschen beobachten, wie sie auf eine Art sich verhalten, wie man sich gern selber in Zukunft verhalten wollen würde oder auch nicht. Und und von mir aus können wir dann auch anerkennen, dass wir da verschiedene Sichtweisen haben. Und von mir aus kannst du mir gern weitere Argumente liefern. Ich fände halt nach wie vor interessant, wenn du eingehen würdest auf die Sachen, die ich zu Satguru gesagt habe, zu deiner Behauptung, alle Wissenschaftler sagen, mit den Genen ist das nicht so. Aber ist auch okay. Ich kann mir vorstellen, wir finden auch fruchtbarere Themen. Und mich würde interessieren, wie viele Leute das genauso sehen wie du. Das ist quasi die Person, die am gebildetsten ist,
die ist dann auch über jede Kritik erhaben, weil sie hat ja mehr Bildung als die anderen. Und wenn die anderen ein Fehlverhalten vermuten, wir sind ja schließlich hier mit diesem Format auch, oder an anderer Stelle sind wir in dem Format, wo wir uns über Irrtümer freundlicherweise unterrichten, dann bin ich erstaunt, dass du überhaupt in so ein Format gehst, weil du ja scheinbar davon ausgehst, dass es quasi nur Falschnehmungen sind, wenn Leute bei dir Irrtümer vermuten. Ja, spannend. Ich gebe weiter an Sonja. Ja, ich fand es schön zu hören, dass es darum geht, weiter ins Gespräch zu kommen und in den Austausch darüber, wie so eine Gesellschaft, eine Community oder wie auch immer man es nennen möchte, aussehen könnte, in der die zukünftigen Generationen bedacht werden und in der wir einander bedenken. Und auch so wie Luis vorhin gesagt hat, ganz am Anfang, glaube ich, wo der Raum für jeden Einzelnen da ist. Ich weiß nicht, wie die Worte genau waren. Auf jeden Fall waren sie sehr schön. genau, wo jeder sein kann. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Es war Wahrnehmung, ne? Es war das Wahrnehmen, wo man sich gegenseitig wahrnehmen kann und wo jeder wahrgenommen wird auf eine gewisse Weise in seiner Eigenheit. Genau, so einen Raum zu schaffen oder so eine Art von Gesellschaft oder Community, ich glaube, ist eine große Herausforderung. Es ist viel einfacher zu sagen, na, zum Beispiel bei einem Sozialträger, bei dem ich arbeite, wir kreieren das Vietnam-Team für die vietnamesischen Familien in dem Sozialbereich, wir kreieren das arabische Team für die arabischen und wir kreieren noch ein anderes Team. Und oft ist es so viel leichter, weil dann sind die Fachkräfte alle mit den Sprachkompetenzen und so weiter und so weiter. Und man kann das gut handeln. Aber eigentlich findet der Lernprozess gar nicht statt, weil die Durchmischung nicht stattfindet. Und ich glaube, diese Scheu davor, dass wir diese Durchmischung zulassen, kann sein, ich kann die gut nachvollziehen, weil es macht es einfach einfacher. Aber ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da, dass wir eben genau in dem Austausch überhaupt erst in den Lernprozess kommen. Und wenn wir den vermeiden, dann kreieren wir Barrieren. Und manchmal ist es notwendig, Barrieren zu kreieren. Aber ich wünsche mir weniger davon. Ja, das würde ich als mein Schlusswort nehmen. Danke euch. Es war das erste Mal für mich und es war ganz interessant. Ich habe mich vor allem über die Beiträge gefreut, die konstruktiv waren in Bezug auf das, was entstehen darf und die verschiedenen Sichtweisen. Ich glaube, das, was manchmal in dieses Wer hat Recht oder Wer weiß besser, das kann man sich eigentlich ein bisschen ersparen. Das könnte man abkürzen. Das würde ich euch gerne mitgeben. Genau. Ja, danke. Ja, jetzt suchen wir das Ende, indem jeder nur so kurz wie möglich sagt, was ihm wirklich noch auf dem Herzen liegt. Wir hören dich noch nicht. Ach so, jetzt sind wir in dem Zustand, dass wir ja das Ende suchen. Das heißt, jeder sagt so kurz wie möglich das, was ihm noch ganz zentral wichtig ist. Und wir gucken, ob wir dann so wieder zu einem Schluss und einer Verabschiedung einleiten können. Ja. Und was ich noch unbedingt sagen muss in aller Kürze ist, ich finde es toll, dass du, Luis, das Wort Eindruck verwendet hast. Das ist aus meiner Sicht schon viel besser, aber machen wir es doch ganz realistisch. Sag doch einfach, ich habe den Gedanken. Das kann ein Irrtumsgedanke, das kann ein wahrheitshaltiger Gedanke sein, aber das, was du mir sagst, was du sprichst, ist ein Gedanke. Erstmal mehr nicht. Ja, und sag doch einfach, ich habe den Gedanken. Und dann müssen wir gucken, ist es Irrtum oder ist es Wahrheit? Ja, und dann war eben so etwas wie, wir könnten uns das ersparen. Ich glaube nicht, dass wir uns das ersparen können. Denn solange man die Diskussion über sozusagen, gehe ich richtig damit um, dass ich sozusagen
solange man sagt, ja, ich habe zwar nichts gelernt, aber ich weiß trotzdem alles, dann können wir uns natürlich jede Diskussion ersparen. Aber das führt immer dazu, dass dann sich die Personen durchsetzen, die keine Argumente haben, schlechte Argumente haben, schwache Argumente haben. Und dann kriegen wir wieder eine unrealistische Situation und daran wird jede Kommune scheitern. Das ist aus meiner Erfahrung jedenfalls. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber natürlich ist es richtig, dass wir vielleicht jetzt darüber genug gesprochen haben und man dann in Zukunft, also nochmal, Luis, würde mich sehr freuen, wenn du sagen würdest, ich bekomme den Gedanken. Und nicht von Wahrnehmung sprichst, weil da ist das Wort wahr drin und eine Wahrnehmung muss, also kann eine Falschnehmung sein, aber ist in erster Linie erstmal nur ein Gedanke und sonst nichts. Ja, ich gebe mal weiter, dass wir suchen halt jetzt das Ende. Wir haben es ja aber nicht eilig. Luis, mach du mal, was du noch unbedingt sagen musst. Ja, also Eindruck scheint mir schon ein bisschen genauer, weil es sind ja nicht immer nur Gedanken, sondern auch Intuitionen, körperliche Gefühle, Stimmigkeitsempfindungen. Ich bin nicht sicher, ob das Gedanken sind. Das, was man dann davon in Worte fasst, ist dann vielleicht ein Gedanke, aber ich weiß nicht, was an Eindruck auszusetzen ist. Aber ich finde auch, also du warst jetzt der Erste, der von Falschnehmung gesprochen hat. Ich meine, ich kann dir einfach sagen, wenn ich von Wahrnehmung und Eindrücken spreche, bin ich sehr einverstanden, wenn du das für dich als Gedanken übersetzt. Also ich erhebe da keinen Gültigkeitsanspruch, sondern es ist halt einfach meine Sicht auf die Dinge. Wie wär's damit? Meine Sichtweise. Ja. Und ich finde, über Sichtweisen kann man sich austauschen und solange man offen bleibt, ermöglicht man, dass man dazulernt. Okay, ich danke für das alles und freue mich, dass wir respektvoll und konstruktiv bleiben können. Auch, das ist vielleicht nicht, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche Leute sich sowas nicht geben oder halt, ja, sich verabschieden auf ein bisschen unfreundliche Art und Weise. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal und gebe an Sonja weiter. Ja, ich finde gut, dass ihr im Dialog bleibt und auch wie ihr das macht, ist ja auch in Ordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unheimlich wichtig ist, weiter über diese Dinge zu reden. Worauf ich mich bezogen habe, war eigentlich der Punkt, dass es darum geht, wer Recht hat. Also wenn ich jemand anderem sagen möchte, aber das, was ich sage, ist mehr richtig oder ist mehr Recht als das, was du sagst, dann wird es halt einfach schwierig. Und ich glaube, das ist auch genau das, wo es so ein schwieriges Thema ist. Wie treffen wir Entscheidungen für eine Gesellschaft, für eine Gruppe? Wer ist derjenige, der diese Entscheidungen trifft und auf welcher Basis? Und das ist wahrscheinlich genau dann das, worum es geht, zu hinterfragen. Und vielleicht trennen sich da die Sichtweisen, wie man da am besten mit umgehen kann. Genau. Ja, ich würde es dabei auch belassen. Ja, was ich noch in aller Kürze sagen muss, ist, dass es eben doch nicht ganz unwichtig ist, auch über das Recht haben zu sprechen. Denn wenn ich rausgehe aus dieser Diskussion, dann ist es wieder so, dass dann einfach die schwachen Argumente stehen bleiben. Zum Beispiel wurden heute Dinge über Genetik genannt, wo man wirklich damit sagt, ja, alle Genetiker auf der Welt, die jahrzehntelang an diesen genetischen Fragen gearbeitet haben, da behaupte ich jetzt quasi, die irren sich. Und da brauche ich gar gute Argumente, warum die da uns da eigentlich die Unwahrheit gesagt haben können, welchen Profit sie vielleicht dabei erzielt haben, wenn sie uns die Unwahrheit über Gene erzählt haben. Aber einfach so hinzugehen und sagen, nee, ich mache mir meine eigene Philosophie der Gene,
Das führt halt in Richtung Unwahrheit. Und Unwahrheit ist der Tod jedes guten Staates und jeder guten Kommune. Ja, also das heißt, argumentieren sollten wir dann schon. Ich mache mal ein Beispiel zum Schluss, also zu meinem relativen Schluss. Die Basis, die streiten sich gerade ohne Ende. Da kämpfen die drei Vorstandsparteileiter, führen gerade einen Krieg gegen die drei Promis der Partei, Dr. Wodak, Füllmich und Fischer und so weiter. Und das ist so eine Art Krieg jetzt. Ja? Das ist ja auch eine Kommune, diese Partei. Ne? Und warum führen die jetzt diesen Krieg? Weil sie alle nicht auf die Ebene der Argumente gehen. Denn ich könnte denen problemlos sagen, wo sich Füllmich, Fischer und Wodak irren und wo sich Baum, Osterhage und Sieber als Parteispitze irren, ja, und dann könnte man diese Konflikte klären und könnte da versuchen, Wahrheit reinzubringen. Stattdessen werden die sich jetzt fetzen ohne Ende und das wird vielleicht sogar blutig enden sozusagen. Also auf jeden Fall versuchen die einen, die anderen aus der Partei rauszuschmeißen und so weiter. Da wird es wahrscheinlich Parteiausschlussverfahren geben und so weiter. Ja, und das, genau das sehe ich auch in jeder Kommune, ja, und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir so sachlich wie möglich an Fakten orientiert, Sachargumenten sozusagen wirklich gehen. Und ich betone es nochmal, Luis, du hast vorhin ein anderes Wort nochmal benannt, aber das Ehrlichste ist, dass es eigentlich nur Gedanken sind oder Argumente sind. Ja? Gedanken, also idealerweise ist es nicht ein Gedanke nur, sondern ein Argument. Und ein Argument zum Beispiel, du könntest ja auch sagen, man kann auch ohne Fleiß und hohe Intelligenz kann man trotzdem das Höchste erreichen. Da möchte ich nur wissen, wie. Denn ich habe noch nie gehört, dass es da irgendeinen Weg gegeben hat, das aus dem Nichts heraus zu erreichen. Ich gebe weiter, weil wir suchen ja das Ende für heute. Ja, ich rede ja gar nicht davon, das Höchste zu erreichen. Ohne Fleiß und so weiter. Ich rede einfach nur davon, ich habe diese und jene Sichtweise, ich kann sie begründen. Dann kann ich warten, dass du mir sagst, was an Satguru und den anderen Sachen nicht stimmt. Und ja, und ich denke... Ich bräuchte noch mal einen Hinweis, was Satguru noch sagt, was du toll findest. Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Möchtest du das jetzt wiederholen, ja? Ja, das weil, immer wiederholen, weil ich kann nicht alles hören immer. Ne? Ja. Ist auch so ein, naja, egal. ja, also mein Punkt ist einfach nur scheinbar im Unterschied zu deinem, dass egal wie schlau man ist, egal was man für Qualitäten hat, man kann in der Lage sein, Irrtümer bei anderen Leuten wahrzunehmen. Und wenn das Gesprächsformat ist, wir machen uns auf unsere Irrtümer aufmerksam, passt es dann gut, darüber zu reden. Und Satguru hat gesagt, darauf bist du ein bisschen eingegangen, aber du bist nicht darauf eingegangen, warum das schlecht war. Also Satguru sagt halt, die Welt von wenigen Leuten beherrscht wird oder wenn sie von wenigen Leuten beherrscht wird, dann soll man sie zu ihm schicken und er bezahlt diese wenigen Leute sogar dafür und dann kann er Einfluss nehmen auf sie in positiver Weise. Da habe ich schon gesagt, dass ich das gut finde. Das ist, das sehe ich genauso. Und ich habe gesagt, dass ich gerne Mark Zuckerberg überzeugen möchte von einer besseren Welt und dass er dann seine Milliarden dafür einsetzt, dass wir die bessere Welt kriegen. Also da hast du mich wieder überhört. Deswegen ist es immer wichtig, dass man wiederholt, weil du hast offensichtlich meine Antwort gar nicht gehört. Ja, ich erinnere mich. Dann sind wir ja einig, dass Satguru gute Seiten hat. Dann ja. Gebe ich mal weiter an die Sonja. Ja, niemals habe ich gesagt, dass er nur Irrtümer hat. Ich habe gesagt, dass er viele Irrtümer hat. Das hast du bei den Zeugen Jehovas dann gesagt. Ja. Irgendwas war, worauf ich was sagen wollte. die Genetik, ja, naja. Ach ja, das ist halt auch so ein Thema. Ich meine, die Wissenschaft, die ich verfolge, vielleicht ist es eine andere,
als die, die du verfolgst. Die hat viele Untersuchungen diesbezüglich, dass Gene Speicherkapazität haben und unheimlich viel auf kleinste Art und Weise dort drauf imprintet ist. Und das wird weitergegeben und das vermengt sich und daraus entstehen Zellen etc. weiß ich nicht. Genau, und das ist das, was ich gesagt habe, dass dort also ganz viel Memory ist. Ja, ich weiß nicht, was du damit meintest, mit wer jetzt was aus der Wissenschaft sich zusammenpuzzelt. Ich glaube, das mit der Wissenschaft finde ich sowieso ein Riesenthema, weil jeder immer diese Argumentation fährt und manchmal merke ich schon, dass ich davon relativ abgeneigt bin und auch nicht die Empfindung habe, dass die Wissenschaft existiert, sondern eine Wissenschaft existiert, die die Rationalität funktionsfähig gemacht hat im Hinblick auf wirtschaftliche Gedankengüter. Und ich sehe eigentlich keine freie Wissenschaft, weil dann würde ich mehr Quantenphysik mir erwünschen, dass wir dort weiter forschen, weil das ist so spannend und das ist die Basis und unsere angewandte Wissenschaft nutzt viele Erkenntnisse aus diesem Bereich überhaupt nicht in ihrer Anwendung, weil dann würden wir ja auch, ja, das geht jetzt zu weit, ich glaube, da möchte ich gar nicht weiter reingehen. Mach zu Ende, ja. Das ist eine super spannende Geschichte, sich diese Wissenschaft Argumentationen anzuschauen und auch die Belege sich anzuschauen. Selbst da findet man viel, was von hier und dort zusammengesucht werden kann. Ich meine, jeder kann eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und die passenden Sourcen dazu finden, zu den Argumenten, die er jetzt gerade braucht. Genau, das ist ja inzwischen nicht mehr so schwer. Ja, ich glaube, ich bin am Ende für heute und sag danke und verabschiede mich. Ja, also ich sag noch was dazu, auch für die Zuschauer. Ich habe nie, ich selbst, das ist für mich eine Banalität der modernen Biologie, dass unsere Gene ein riesiger Informationsspeicher sind, ja, und unser Gehirn eben auch der zweite Informationsspeicher ist, den wir haben. Aber das ist völlig irrelevant. Daraus darf man nichts folgern. Das sind einfach zwei Informationsspeicher, ja, und daraus kann man nichts folgern und auch nichts fantasieren, sondern das ist einfach so, ja. Und im Prinzip ist das eine Grundhaltung, dass man es eben irgendwo doch besser weiß. So nach dem Motto, ich beziehe mich, wenn ich Naturwissenschaft meine, wirklich nur auf den Weltrat, weil ich auch der Meinung bin, dass es außerhalb des Weltrates sehr viel Pseudowissenschaft gibt, gekaufte Wissenschaft, von Konzernen gelenkte Wissenschaft und so weiter. Ich beziehe mich nur auf die 23 Professoren und Doktoren und so weiter des Weltrates, weil das ist für mich, ich würde vielleicht noch Professor Richard Dawkins mit einbeziehen, das ist die Weltspitze der Naturwissenschaft und alles andere ist für mich Schrott. Das ist halt so. Und die Quantenphysik ist für mich natürlich auch wieder ein Reizwort, wo ich was dazu sagen kann. Ich habe ja schon öfters hier gesagt, dass diese Illusionen bezüglich der Quantenphysik längst von allen Seiten als Unwahrheiten bezeichnet würden, dass es da um den Wunsch handelt, quasi die ganze Physik und Chemie und Biologie quasi nochmal neu zu schreiben, gemäß den eigenen Illusionen. Das halte ich für sehr gefährlich. Das ist der größte Irrtum, Friedrich Kapka, Wendezeit, Quantenphysik, das ist eine der großen Illusionswelten in der Esoterik, hat aber mit Wahrheit aus meiner Sicht eben nichts zu tun. Muss man halt mal dann in Zukunft darüber diskutieren. Ja. Luis, bist du noch da? Ich bin noch da, aber ich würde auch noch einfach nochmal Tschüss sagen und danke. Ja, dann haben wir doch alles für heute und wir machen an wichtigen Punkten dann halt weiter beim nächsten Mal, gell? Okay. Alles klar, tschüssi, bis dann. Aber wie gesagt, Luis, ich bin der Meinung, bei viel Unwahrheit kann eine Kommune nicht funktionieren. Und ich finde es auch oft besser, Menschen abzuschrecken, die mit ihren Unwahrheiten sowieso dann nur Unfrieden in die Kommune bringen würden, langfristig. Und deswegen bin ich so, ich sag immer, ich kann nur Sachargumente sagen
Und wenn jemanden die Sachargumente nicht gefallen, dann hat er, und er es meint, es besser zu wissen, ohne Argumente zu haben, dann wird auch aus einer Kommune nichts, ist meine Einschätzung. Ne? Ja. Ist halt meine Einschätzung, dass wer nicht argumentativ widersprechen kann, sondern eben irgendwie irgendwas sagt und dann verweist auf die größten Spinner der Pseudophysik, ja, dann das ist halt kein sehr, sehr starkes Argument, ganz einfach. Wenn, dann müsste man das wirklich argumentativ noch wirklich untermauern können, müsste gucken, ob es da wirklich was richtig Handfestes gibt, wo sich auch mehr als drei Physiker einig sind drüber und so weiter. Und ansonsten ist das einfach nur Illusionswelten für mich. Ne? Und die führen am Ende immer zum Knatsch in der Kommune. Also, da müsste man sich wohl die Zeit nehmen, genau die jeweiligen wissenschaftlichen Aussagen zu studieren und genau, warum man die jeweils überzeugend findet. Mal richtig arbeiten und sich mal reinarbeiten, warum Millionen Physiker schon diesem Quantenphysik-Schwindel widersprochen haben. Einfach mal reinarbeiten, mal hören, was die Leute so sagen und reinhören. Vielleicht mal googeln, was es über diesen, ich google jetzt gleich mal, was es über diesen Schwindel Quantenphysik so alles gibt im Netz zum Beispiel, ja? Denn das ist eines der Ammenmärchen der Menschheit, ja. Und wir mit Ammenmärchen kriegen wir weder einen Staat hin noch eine Kommune. Das ist nur so meine These. Aber gerne diskutieren, wieder beim nächsten Mal und möglichst viel Argumente bringen, Gedanken und Argumente. Genau. Ja, dann tschüssi, bis nächste Mal, ja? Tschüss. Okay, mach's gut. Ja.